bei dem Weg dorthin, ne? Dann geht's wieder ab zurück. Eieieiei. Und ab. Nein! Woo! Geil. Ja, das war grandios mal wieder. So, wie sieht's denn mit meinen Assassinen-Lehrlingen hier aus? Assassinen. Ach, die sind ja alle unterwegs. Genau. 5 Minuten, 5 Minuten, 4. 4 und 5 Minuten. Gut, da kann ich dann noch nichts machen. Dann kann ich ja in der Zwischenzeit einfach mal den Schmied fertig machen. Also mir kaufen. Und ja, vielleicht fange ich dann schon mit der nächsten Hauptquest an. Oder aber auch nicht. Muss ich noch sehen. Da ist ein Pferdestall. Meins. Wenn ich schon mal hier bin. Okay, ich wollte gerade sagen, was macht da oben bitte ein Marktstand? Ah, verdammt, das ist ja schon meiner. Fick dich. So ein Scheiß. Und hopp. Ja, jetzt bin ich hier extra runtergesprungen. Völlig für umsonst, kann ich wieder hoch. Klasse. Oh. Alter, ich hab echt, ich hab's echt drauf, ne? Alter Schwede, jetzt schreiben sie den Bettlern vor, wie sie zu betteln haben. Das klang komisch. Glas mit Blutegeln ist wahrscheinlich für Ärzteauftrag oder so nachher. Hopp, hopp, hopp. Ach, ist direkt da vorne. Na, Kumpel? Was geht ab? Kann ich ihn stoßen? Nee, schade. Er kippt einfach nach hinten um. Na, runter mit dir. Willst du wohl? Willst du wohl da runter? Geht doch. Und unten. Der läuft gegen die Wand. Idiot da. Ein Spiel, 2200 Kleingeld hier inzwischen. So, und ich mach mir mal in der Zwischenzeit mein Getränk hier auf. Monströse Breitschwerter. Das klingt heftig, dann zeig ich mal. Wie sieht's denn mit Investitionen aus? Oh, Risikofaktor ist natürlich hoch. Mach ich einfach mal. Bin ich einfach mal ein bisschen risikofreudig, ne? Warum auch nicht? Jetzt gerade habe ich sowieso hier den Geschäftsauftrag beenden. Man leckt mich, ey. Aber wie viel das bringt, das ist so geil, ey. Plus 4 Widerstand. Da auch plus 4. Oh. Römisches Langschwert. Genau, das Ding will ich haben. Hat zwar jetzt weniger Tempo, aber das macht Schaden. Alter Schwede, macht das Schaden. Macht das Schaden. Na gut, kleine Waffen gab's glaube ich nichts. Messer und Dings da. Armbrust. Ja. Dann bin ich so gut wie pleite wieder. Ich verkaufe jetzt die buddhistischen Gebetsperlen, den Totem und das Terrakotta-Gefäß. Oder die 4 Terrakotta-Gefäße. Nee, ich warte noch etwas länger mit dem Bogen. Und ja, dann würde ich sagen, markieren wir uns mal die Hauptquest. Ja, da unten wollte ich zwar nicht hin, aber gut. Zack, und auf geht's. Juhu! Runter. Ja. Sehr elegant. Sehr elegant. Oh, was ist das hier? Das ist das Bordell. Rosa in Fiore, genau. Ach so, geht gleich weiter. Jetzt kommt eine Zwischensequenz oder ein Gespräch. Von einem Senator bei dem Treffen. Such auf dem Kapitol. Du brauchst mich nicht. Wenn ich den Bankier töte, müssen deine Mädchen dem Widerstand sein Geld bringen. Fein. Bleib wachsam.
Okay, da kriege ich dann ordentlich Geld. Bei der Verfolgung nicht entdeckt werden. Okay, kriege ich hin. Hoffe ich zumindest. Was ist denn das hier? Untersuchen. Ah, okay. Ey, Wachen habe ich schon vergiftet. Mann. Okay. Das sind scheinbar so ein paar kleinere Quests, die man machen kann. Schön. Ja, ich denke, ich warte jetzt noch so lange, bis meine Assassinen wieder verfügbar sind. Während ich hier lang laufe durch die Straßen. In Richtung Ziel, das ist eh noch ein ganzes Stück. Von daher würde ich mal sagen. Oh, cool. Keine Chance hat er. Na, rutsch runter. Komm schon, fahr runter. Fahr runter. Och man. Langweiler. Ah, okay. Kann man von hier oben direkt auf ein Pferd springen? Oh, das war natürlich klasse jetzt. Ah, da hat mal wieder hier, hatte ich mal wieder so ein Leck und meine Rüstung ist verbrochen. Ja, geil. Oh Mann, wenn ich immer von Dächern springe, muss ich mich nicht wundern irgendwie. Egal, ich suche gleich einen Schmied auf. Und lass das reparieren. Kardinalspurpur, okay. So, dann gehe ich mal zum Arzt. Ich glaube, ich nehme. Ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt, aber ich glaube, ich nehme mehr Schaden durch Stürze als durch alles andere. So, dann heil mich mal. Oh ja, da kann ich jetzt schön viel haben. Gut. Ist jetzt besser, aber ich sage immer, Vorsorge ist die beste. Mission erfolgreich, jawohl. Oh ja, mehr. Kanarido? Rio? Rio. Nur Rio, nur Rio. So, da vorne ist ein Künstler, ein Maler, ein Pinsler. Der noch nicht mir gehört. So geht das aber nicht hier. Ja, ich hole mir ein Pferd und renoviere den Laden. Von den kleinen Meistern Umbrien. Das ist ein Krieg zu ihrem Volk. So, und hier ist ja der Turm, ne? Hier irgendwo? Wo ist der Turm? Ne, Taubenverschlag ist das, oder was? Ey, steh nicht im Weg rum! Ey! Ey! Ach ja, schön aggressiv. Ein Taubenverschlag, jawohl. Interagieren wir. Oh, und rüsten mal hier unsere ein bisschen auf. So, ich würde sagen, die kriege ich langsam auch mal hier ein paar Waffen. Ne? Hoffentlich geht das bis Stufe 9 oder so, dann ist sie nämlich Ultra. Sie auch? Sie kriegt die Metallplatten hier. Panzerung. So. Stehen dann ein paar neue Aufträge zur Verfügung. Hier in Florenz gleich welche. Mal schauen, Vorräte ausspähen. Oha, ja, ist noch ein bisschen zu hoch für die. Das werden die wahrscheinlich nicht schaffen. Das heißt nach wie vor vier hier einen Herold bestechen. 38%. Mal guck mal. Zack. Und zack. 179, ja, sind dann trotzdem Level hoch. Also machen das die drei. Dann läuft das schon. Das sollten die hinkriegen. Sehr schön. Und gleich nochmal interagieren. Weil die jetzt fertig sind.
Sehr schön. Sehr schön. Rüstung, Rüstung. Passt, fertig. Ich behalte den Rest. Milite. Okay. Genau. So sieht's aus. So, jetzt muss ich nur noch einen Schmied finden und dann ist alles super duper. Egal, schaffe ich auch so. So, wo ist dieser Senator? Ha. Habt ihr gehört, dass Egidio sogar das Sühnegeld abschaffen will? Sühnegeld? Was auch immer das Sühnegeld ist. Ah, sehr gut. Keine Diskussionen. Eure Schuld ist überfällig. Macht eine Ausnahme für einen alten Mann. Nein. Wir kommen, um zu kassieren. Ich werde sein Geld bald haben. Das reicht uns nicht. Oh, wie fies. Na los, macht ihr das mal. Wie die sie abmetzeln. Geil. Ein guter Samariter in Roma? Ich dachte, so etwas gibt's nicht mehr. Senator Egidio Trocke. Euch schulde ich nicht auch Geld, oder? Ich suche nach Cesares Bankier. Cesare Borgia. Und ihr seid? Ein Freund der Familie. Cesare hat viele Freunde zurzeit. Nur leider bin ich keiner davon. Ich kann zahlen. Ma che meraviglia. Er bekämpft Wachen und verschenkt Geld. Wo wart ihr nur ein ganzes Leben? Wir sollten besser verschwinden. Ich kenne einen Ort. Na dann. Bringen wir mal den... Nicht beschützen müssen. Die Wachen sind nicht sehr freundlich, Senator. Wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, wenn dem so ist. Na dann, kümmert ihr euch da mal drum. Jemand möchte euch tot sehen. Na, das beobachte ich mal ein bisschen. Der Kämmerer des Papstes. Ich weiß, lasst mich ausreden. Es ging um Cesares Pläne für die Romagna. Ich schrieb eine Warnung an den Botschafter von Venezia, doch einer der Briefe wurde abgefangen. Na? Der Senat hat heutzutage nichts zu tun. Zack. Sehr schön abgelenkt hier. Alter, diese flinken Wachen, echt, die sind ja so penetrant, aber trotzdem haben die keine Chance. Ich habe gespielt. Sehr schön. Und gehurt. Und gehurt. War es das Parfum an meinem Kragen? Es in der Art. Sie greifen mich an! Hä, wer denn? Ach so, okay. Zack! Okay. Alter, die hat inzwischen ja schon ganz anständige Panzerung hier. Unbotsame Grausamkeit, verlassene Kinder. Jetzt verabschieden wir Gesetze über die erlaubte Ärmelweite von Frauenkleidern. Über die erlaubte Ärmelweite. Falsche Vorhaben, um eure Spielschulden zu begleichen. Falsche Vorhaben? Ich wäre interessiert daran, sie zu verfolgen, sobald ich finanziell in der Lage dazu bin. Habt ihr je ein Grab angesehen und gedacht, das ist das Bedeutendste, das ich hinterlassen will? Juhu! Oh. Ist es nicht sicher. Wir müssen weiter. Was machen die denn bei unserem Turm hier? Würde mich mal interessieren. Ah, cool, der hat sich wieder geheilt. Na, da kann er wahrscheinlich nicht runterspringen. Okay. Huiuiuiui. Alles klar, hier lang.